So, meine Damen und Herren, da kommen wir jetzt zur vierten Aufnahmesession, der fünften Aufnahme, zur vierten Folge der fünften Aufnahmesession. So, und wenn wir jetzt dieses Rennen machen, haben wir oben auch die Trophäe erlangt und kriegen die Trophäe für Meisterschaft gewonnen. Mal gucken, wie viele Runden wir hier fahren müssen. Sechs Runden, okay, das heißt, jetzt müssten wieder Karten. Okay, bei drei Runden hatten wir grob eine halbe Stunde, glaube ich. Das heißt, hier müssten wir denn da vielleicht auf eine Dreiviertelstunde rauskommen. Werden wir gleich sehen. Was waren die Herausforderungen? Rausdrehen und schnellste Runde. Hat sich aber kurz angehört, dass man mein Controller zusammenbrechen würde, also auf meiner Nachtwelt. Kurz einmal war es einmal kurz sich so angefühlt hat, als wenn er sich nach unten zieht. Und zum Thema Call of Duty, ich hatte ja gedacht, dass Call of Duty Cold War bis zum 20.01. im Angebot ist. Nein, war nur bis zum 10. oder bis zum 11. im Angebot, kostet es ja die normalen Preise. Welche will ich hatte mir eventuell das Cross-Bundle für 55 Euro zu kaufen, was jetzt wieder 75 Euro kostet. Und ich habe immer noch keine Informationen, ob das jetzt behoben worden ist. Also keine Informationen von Sony und von den Entwicklern von Call of Duty, dass sie sagen, jo, ihr könnt es Cold War spielen, ohne dass jetzt die PS5 GPU kaputt geht. Aber ich denke mal, dass früher oder später Call of Duty im PS Plus sein wird. Vielleicht nicht das Cross Bundle, sondern nur die reine PS4 Version wahrscheinlich. Und dann, wenn man, glaube ich, die PS4 so übrigens, kann man dann, glaube ich, denn gegen einen Aufpreis von 25 Cent wahrscheinlich, dann die PS5-Version zu kaufen. War ja bei Dead by Daylight ja nicht anders, habe ich auch gehört, Dead by Daylight. Die PS4-Version, muss ich jetzt sagen, Dead by Daylight, die PS4-Version ein PS Plus bekommen und habe dann einfach nur 25 Cent bezahlen müssen und habt dann das PS5 Upgrade bekommen. Das heißt, wenn man bei mir PS Plus ausläuft, kann ich trotzdem Dead by Daylight die PS5 Version spielen. Weil ich die ja mit 25 Cent bezahlt hatte für das Upgrade. Auch wenn ich die PS4 Version durch PS Plus besessen habe. Das heißt, wenn ihr ein PS4-Spiel habt, was ihr mal durch PS Plus bekommen habt, also ihr habt es nicht gekauft, sondern durch PS Plus bekommen, und ihr seht, ihr kriegt das zum Beispiel jetzt bei Dead by Daylight und die PS5-Version kostet euch 25 Cent, bezahlt die 25 Cent
Dann habt ihr dieses Spiel, die Vollversion für die PS5. Und dann könnt ihr meinetwegen PS Plus auslaufen lassen. Könnt aber Dead by Daylight weiterspielen. Das würde ich euch bei jedem Spiel machen, wo es halt dieses die sagen immer kostenloses Upgrade, sag ich mal, wo dieses Upgrade ist für 25 Cent. Bezahlt die 25 Cent oder bezahlt auch mal den Euro meinetwegen. Also bis jetzt habe ich immer nur den 25 Cent. Und habt ihr die PS5 Version. Unabhängig, ob ihr das Spiel im PS Plus schon bekommen habt oder schon gekauft habt, nimmt das Upgrade und dann könnt ihr halt für 25 Cent, dann könnt ihr halt die PS5 Version spielen. Vorausgesetzt, wenn ihr natürlich jetzt das Spiel auf Disc habt, müsst ihr halt den Disc einschieben und dann kriegt das Upgrade für die PS5. Müsst ihr trotzdem auch dort immer die Disc einschmeißen, damit ihr das erkennt. Ist halt so. Bei Download-Versionen, so wie ich sie habe, ist es was anderes. Da muss ich nicht immer einen Disc reinschmeißen. Das heißt, ich hätte mir auch die Digital PS5 kaufen können, also die ohne Laufwerk, für 100 Euro weniger. Also für 400, anstatt für 300, für 500. Aber ich wollte unbedingt die Konsole mit Laufwerk haben, weil ich, wie gesagt, auch Spiele habe, die ich auf Disc habe oder als CD-Version habe oder als Blu-ray-Variante. Was ich auch doof fand, ist, dass Sony gesagt hat, ihr müsst noch ein Spiel dazu kaufen. Stelle ich mir aber mal vor, ich kaufe die PS5, muss aber noch ein Spiel abnehmen, kaufe mir aber die Digital PS5 Version. Ne? Also ich denke mal in Zukunft, also jetzt wird es nicht mehr sein, aber es war so, hat mich mein Stammland des Vertrauens mir gesagt, dass die noch ein Spiel dazu kaufen mussten, um halt in die PS5 zu bekommen. Und die haben mir gesagt, was ich auch zu Recht finde, haben die mir gesagt, dass die einfach an einem zweiter Leiden werden. Das heißt, in diesem Fall musste ich halt das Spiel kaufen. Aber was ist zum Beispiel, wenn ich jetzt mir gesagt hätte, ich will die Digitalversion haben, also die ohne Laufwerk, und Sony sagt, ja, ihr müsst aber ein Spiel mit dazu kaufen. Schön und gut Sony, ne? Aber die sich die PS5 kaufen ohne Laufwerk, die denken sich ja dabei was, weil sie komplett digital sein wollen und dem ein Spiel andrehen, was sie eh nicht spielen können, ist doch schon ein bisschen armselig von Sony. Und mal eben ein 4K Blu-ray Player Laufwerk zuzukaufen und das über USB 3.1 hinten an die Konsole anzubinden oder meinetwegen auch vorne an den USB Typ C Port wegen den Geschwindigkeiten, geht nicht. Du kannst kein externes Laufwerk an der PS5 Digital anschließen, wurde oft probiert, geht nicht, weil der Codex anders ist. Konsole ist 1:1 gleich, nur der Codex ist anders. Weil bei der PS5 mit Laufwerk ist halt noch der Codex drin, dass halt dementsprechend die DVDs, Blu-rays etc. gelesen werden können. Und bei der Digital fehlt halt dieser Codex. Das heißt, die kann halt keine CDs jeglicher Form, Art und Weise lesen. Da frage ich mich denn schon, was denkt ihr euch dabei, denn noch ein Spiel abzukaufen? Da ist mir eher so gewünscht, dass man sagt, okay, für die, die sich die Konsole mit Laufwerk kaufen, ihr müsst noch ein Spiel dazu abkaufen. Und die, die sich die Digital kaufen, ihr müsst auch ein Spiel dazu kaufen, allerdings in Form denn eines Download-Titels oder sowas. Oder man kann sich den aussuchen, dass man sagt, okay, ja, ich hätte mir eher Spider-Man, hätte ich ja so oder so genommen. Aber ich hätte mir eher wahrscheinlich die Download-Variante gekauft,
von Spider-Man Miles Morales als die Disc-Version, auch wenn ich den im Store vielleicht 10, 15, 20 Euro mehr gezahlt hätte als die Disc-Version im Verhältnis. Ne? Aber das ist schon nett, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube bei Microsoft war das glaube ich nicht so, dass sie diesmal gesagt haben, oder die geäußert haben, ihr müsst noch, was weiß ich, ein Spiel dazu kaufen oder so, Scheiß. Aber bei meinem Stammladen des Vertrauens, beim Gamingladen, da wurden so viele PS5s vorbestellt. Alle natürlich mit Laufwerk. Ich glaube, er hatte glaube ich zwei, glaube ich, die Digital haben wollten. Oder drei. Und der Rest war Laufwerk. Hat er mir erzählt. Die haben drei Paletten bekommen. Insgesamt 50 PS5s. Wovon 47 mit Laufwerk waren und drei ohne Laufwerk. Die auch komplett alle vorgestellt waren, also praktisch gleich weg waren am Release-Tag. Weil wo ich meine abgeholt hatte, kam ein Kunde rein und hat gefragt, ey, habt ihr eine PS5? Und die praktisch mehr oder weniger, die haben ihn nicht ausgelacht, die haben ihn angelacht und haben gesagt, nein. Und ich habe neben ihnen hab gesagt, oh, du kannst gerne meine PS5 haben. Ist so allerdings für den dreifachen Preis. Wollte auch nicht. Ich habe es einfach mal so gesagt. Und die haben es dann natürlich auch Xbox vorbestellt. Die haben einmal die Xbox Series X vorbestellt, also die leistungsstärkste, und einmal die Xbox Series S, die abgeschwächte Variante. Die hatten also praktisch nur zwei Xboxen. Zwei. Im Verhältnis zu einer PS5 mit 50 Stück. Diese am dem 19. November verteilt haben. Also können Sie doch mal ausrechnen, wie oft die PS5 bei meinem Stammladen des Vertrauens um den Tag über den Ladentheken ging, oder die vorgestellt waren, im Verhältnis zur Xbox. Das vielleicht bis zum 31. Dezember vielleicht im, sag ich mal, vielleicht 75 PlayStation 5 gewesen sein, die er verkauft hat. Aber dann auch zusammengeworfen, ob jetzt mit Laufwerk oder ohne Laufwerk. Und vielleicht 5 Xboxen verkauft hat in der Zeit. Ja, also könnt ihr das mal ausrechnen. Deswegen verstehe ich nicht, dass manche Leute sagen, ey, Xbox hier, Xbox da, wenn ich aus erster Hand erfahre von meinem Gaming-Laden des Vertrauens, dass sie im Verhältnis so bis Ende Dezember nur 5 Xbox verkauft haben, plus minus, und gefühlt plus minus, ja, also am den Tag, wo ich da war, waren es 50, rechnen wir hoch, dass sie vielleicht bis dato vielleicht 75 plus minus PS5s verkauft haben und plus minus 5 nur in Form der Xbox verkauft haben. Das muss ja schon was heißen. Unabhängig, ob man ein Fanboy der Xbox-Konsole ist oder der PlayStation-Konsole, das spielt für mich da keine Rolle. Jeder hat seine Vorlieben. Jeder soll sich die Konsole kaufen, die er will. Und verstehe ich manche Leute nicht sagen, hier Xbox bla bla bla. Ja, wenn mal gerade vielleicht nur 1% der Xboxen bisher verkauft worden sind, wenn vielleicht, und wobei Sony ja schon komplett ausverkauft war. Am Release-Tag. Ach, die Strecke, wo nachher nur 2 ins Ziel gekommen bin.
Deswegen wundert mich das, dass manche sagen, hier und ne, und Sony war komplett ausverkauft. Da habe ich mich gerade von irgendeinem Soundcard passieren lassen. Wo auch immer der gerade herkam. Mein Handy hat nicht geklingelt. Oder ich habe einfach nur einen Sound gehört, der eigentlich gar nicht da war. Ah, schmeißt euch da alle wieder selber raus. Das ist gut. Aber wie gesagt, jeder soll sich das kaufen, was er will. Ich hatte ja mir auch schon mal überlegt, damals die Xbox S All Digital zu kaufen, also die ohne Laufwerk. Oder jetzt vor kurzem die Xbox Series S zu kaufen, also die abgeschwächte Konsole der Xbox. Nicht um die Konsolen zu wechseln, als ich sage, ich gehe jetzt Richtung Xbox oder sowas. Ich werde und bleib Sony-Spieler, weil ich, also ich bin mit Sony aufgewachsen und ich würde auch mit Sony sterben oder so in der Hinsicht, was die Konsole betrifft. Aha, da war eine Bodenwelle. Ich hätte aber kein Problem, mir auch mal die Xbox zu kaufen und mir da vielleicht mal ein, zwei Spiele zu kaufen und zu spielen. Aber bevor ich mir persönlich eine Xbox S, also Xbox One S Digital oder kaufe oder die Xbox Series X Digital, also die alte ohne Laufwerk oder die neue ohne Laufwerk, würde ich mir die eher über, ja, über Spenden finanzieren lassen, als mir die selbst zu kaufen. Weil, wie gesagt, ich werde mir persönlich da nicht das Geld auszugeben, die, das muss ich überlegen, was kostet die Series S 300, glaube ich, ne, war das. Weil ich persönlich gebe keine 3 Euro aus für eine Konsole, wo ich die nur testweise vielleicht testen würde, als wenn mir jetzt einer sagt, ey, ich spende dir oder ich zumelde dir jetzt mal das Geld oder kann man dir die Konsole zuschicken lassen oder sowas. Würde ich natürlich nicht nein sagen oder sowas in dem Fall ist. Oder so, dann würde ich dir natürlich sagen, du, kein Problem, wenn du mir das Geld donatest für die Konsole, dann kaufe ich sie mir auch, wenn sie wieder verfügbar ist oder so. Das wäre es ja nicht. Dann würde ich mir allerdings, bin ich auch ehrlich, mir auch gleichzeitig ein Controller kaufen mit Akku, nicht mit Batterien. Das heißt, ich würde das, wo die das Batteriefach ist, einen Akku reinsetzen. Fertig. Dass ich mir dann vielleicht nur, wenn ich spiele, denn das muss ich überlegen, hat die Xbox Series S überhaupt ein Laufwerk? Also die abgespeckte Version? Sonst würde ich, weil wenn ja, würde ich mir da die Spiele auf Disc kaufen, dass ich sie nach und nach wieder verkaufen kann, wenn ich damit durch bin. Beziehungsweise wenn dann würde ich mir, dass ich mir nur vielleicht monatsweise diesen Game Pass besorgen, der mich nur 6-7 Euro im Monat kostet, dann kann ich dann auch auf dem PC verwenden, den Game Pass, als bevor ich mir ein Spiel kaufe und mir dann downloade oder sowas. Na klar, wenn es dann einer ist und sagt, hier pass auf, ich spende dir meinen, ich sag jetzt mal 500 Euro, da ich jetzt mal bei, beispielsweise, würde ich mir die Xbox Series S kaufen für 300, würde mir zwei Controller zu kaufen und in beiden Controllern einen Akku zu kaufen reinbauen, dass ich den immer laden kann, so wie es halt mit dem PS5 Controller immer wechseln kann.
gegeben. Und dann werde ich mir wahrscheinlich auch dann noch und dass ich mir dann auch noch dementsprechend ein Headset zukaufe, da der Controller mit einem Controller zugeliefert ausgeliefert wird, zweiten Controller zu kaufen, Headset zu kaufen, die zwei Akkus, denn welche, ups, jetzt habe ich wieder spät gebremst, dann wären die 500 Euro auch schon praktisch rein rechtlich wieder weg, so dass ich mir nur den Game Pass kaufe, monatlich, und halt die Spiele im Game Pass spiele. Als mir sie nachher zu kaufen, die dann halt an meinem Profil gebunden sind, dauerhaft, wo der Game Pass günstiger ist, ich mehr Auswahl habe und die Spiele dann praktisch nicht an mein Profil gebunden sind. Aber ich glaube, das wird nie passieren, dass mir jemand 500 Euro donatet, dass ich sage, ich kaufe mir die Xbox Series S, dazu noch einen zweiten Controller, zwei Akkus und ein Headset. Das wird, glaube ich, keiner machen. Dass mal eine Donation oder eine Spende reinkommt von ein paar Euro, das schon, aber nicht gleich einer, der sagt, ey, hier hast du 500 Euro oder sowas. Das wird nicht passieren. Aber wenn jemand kommt und sagt, ey, ich spende dir 500 Euro, würde ich mir eher davon für meinen PC eine Grafikkarte kaufen, eine neue, als die Xbox. Bin ich aber auch ehrlich. Deswegen, wenn mich jemand unterstützen will, ihr könnt mich gerne unterstützen mit einer Donation, mit einer Spende. Wenn ihr es wollt, wie gesagt, ist keine Pflicht, ihr könnt. Würde ich mir eher eine aktuelle Grafikkarte für meinen PC kaufen. Dass ich mir dann eher so eine aus der aktuellen Nvidia GeForce Serie kaufe, aus der 3000er Serie, die auf dem Markt ist, was ich 360, 370 oder 380 mit irgendwas mit 8 GB bis maximal 12 GB Videospeicher, weil meine jetzige Grafikkarte hat ja 8 GB, aber noch den alten, das alte Speicherinterface, und ich bräuchte für mein System, was der PCI 4 unterstützt, 4.0 Express gedöns, dann würde ich dann gerne den neuen Grafikspeicher oder eine neue Grafikkarte mit dem neuesten Grafikspeicher GDDR6 haben, weil, wie gesagt, meine Grafikkarte hat bei Default 90-98% Auslastung auf Full HD. Bei Counter-Strike auf V-Quad habe ich da eine Auslastung von 35-40%. Lasse ich die Konsole über die Elgato-Software laufen und nehme dort auf, habe ich dort eine Auslastung von 20-30% Grafikauslastung. Das denkt man, dass da der Speicher also der GDDR5-Speicher mit meiner Konsole, mit meinem PC nicht so wirklich klarkommt. Als wenn ich mir eine neue Grafikkarte hole, der den neuen Speicher hat. Also wenn ich mir eine Grafikkarte kaufe, was ja ich mache, will ich mir persönlich selbst eine kaufen, wo ich eine Grafikkarte habe mit mindestens 8 GB. Grafikspeicher halt dann halt nur auf GDDR6 Speicherinterface und nicht auf GDDR5. Aber mindestens 8 GB RAM, das wäre die Größe, die ich mir zulegen wollen würde.
aber nicht höher wie maximal 12 GB, weil ich werde nicht mehr wie 12 GB, wenn überhaupt, da Grafikkarte nutzen. Weil wenn ich auf meinem PC spiele, in 4K spiele, sage ich jetzt mal, brauche ich vielleicht, habe ich bei der 8 GB Grafikkarte, wenn es natürlich den neuen Speicher unterstützt, wahrscheinlich eine Auslastung vielleicht von roundabout 75% je nach Spiel. Und bei einer 12 GB Grafikkarte wahrscheinlich auch bis zu 75%. Das heißt, bei einer 8 GB Grafikkarte verwendet ihr wahrscheinlich dann 6 bis 7 GB und bei einer 12 GB Grafikkarte wahrscheinlich 10 bis 11 GB auf 4K gerechnet natürlich. Und WQAD und Full HD natürlich weniger. Und wenn ich natürlich dann Videos bearbeite und sage, ey, ich lasse die Videos jetzt anstatt über die CPU bearbeiten, über Grafikkarte bearbeiten, läuft natürlich die Grafikkarte natürlich dementsprechend auch voll, weil dass ich dann halt Teil mache, dass man sagt, okay, man lässt die Videos konsultieren mit oder rendern, nicht kommentieren, rendern ist das Wort, rendern über CPU mit GPU Beschleuniger, nennt sich das bei meinem Bearbeitungsprogramm, denn wird die CPU nämlich ausgelastet und dann halt die Grafikkarte mit eingebunden bis zu 50%, also teilen sich das dann. Weil so, wenn ich jetzt zum Beispiel 12 Clips habe, unabhängig wie groß die sind, also ob die jetzt 30 GB groß sind oder 5 Stunden sind, das ist davon nicht betroffen. Dass ich mein, ich kann nämlich mein Schnittprogramm einstellen, wie viel Kerne bzw. wie viel CPU-Threads ich benutzen kann oder benutzen soll, dieses Programm. Ich kann bis 24 Threads einstellen, das heißt alle 12 Kerne mit allen 24 Threads, also einen Kern mit 2 Threads. Da habe ich eingestellt, dass ich von meiner 12 Kern CPU mit 24 Threads nur 12 Threads verwende. Also ich verwende nur die Hälfte von meiner CPU Kerne, also ich verwende nur 6 Kerne mit 12 Threads anstatt 12 Kerne mit 24 Threads. Und wenn ich dann 12 Folgen habe, die ich in ganz normalen Pissing HD umwandle, also praktisch die Folge, die ich rede, in diesem Format in 2760, also HD 720, ja, HD 1280 mal 720 bei 60 FPS oder Bilder pro Sekunde. Ich habe davon 12 Folgen und stelle mein System auf, mein Umwandelprogramm auf 12 Threads ein. Werden alle Kerne belastet zu 100% bei 12 Folgen in HD-Bearbeitung. Da ist es egal, ob das ob die Rohfolge, die ich jetzt hier auf der PS5 aufzeichne, in 1080 auf der PS5 aufgezeichnet wird oder in 1080 über die Elgato aufgezeichnet wird, das spielt dabei keine Rolle. Umgewandelt in 27 bei 12 Folgen wird 100% mein CPU ausgelastet, was auch so gewollt ist von mir aus. Wenn ich natürlich jetzt
Folgen im WQHD-Aufzeichner dann bei 12 Threads sich ausgewählt habe, die er gleichzeitig bearbeiten kann, sind es im WQHD 6 Folgen. Na okay, eher 8 Folgen. Also okay, muss ich probieren. In WQHD sind es irgendwas zwischen 6 bis 8 Folgen, die ich machen kann in WQHD. Also 2560 mal 1440 mit 60 FPS. Da habe ich dann bei 6 bis 8 Folgen 100% Auslastung. Und wenn ich was in 4K aufzeichne oder umwandle, also in 3480 mal 2160 bei 60 FPS sind das 5 Folgen oder 5 Sachen, die ich dann bei 100% Auslastung habe. Dann. Und somit fahre ich am besten, ohne dass ich ein Qualitätsverlust des Videos habe, also die Qualität wird dadurch nicht schlechter. Das habe ich nämlich so ausprobiert, habe geguckt, ab wann ich einen Qualitätsverlust bekomme bei den drei Formaten. Und da habe ich geguckt, 12 Threads passt am besten. Jetzt, was ich 5 Folgen Vico, 5 Folgen in 4K, 7 Folgen circa in WQHD und nicht mehr wie 12 Folgen in HD und 1080 Folgen wären dann bei 10 oder so, 10 Folgen wäre dann Full HD bei 1080 zu 60. Also es passt immer so, dass ich dann sage, okay, in dem Format nicht mehr wie so und so viele Folgen und in dem Format nicht mehr wie so und so viele Folgen gleichzeitig bearbeiten. Dass ich dann keinen Verlust der Qualität habe im Endprodukt auf YouTube. Natürlich beim Hochladen auf YouTube ist klar, dass es dort auch noch immer noch einen Qualitätsverlust gibt von YouTube her. Aber von meinem Verlust, wenn ich jetzt, wie gesagt, diese Folge, die ich jetzt hier aufzeichne, ist für mich auf dem PC 1080 zu 60, für euch nach dem Arbeit natürlich 2060, habe ich keinen Qualitätsverlust. Aber kein Grafikverlust, als welches als wie für euch, wenn ihr das jetzt auf YouTube anguckt, na klar, habt ihr für euch jetzt einen Grafikverlust, also Qualitätenverlust, weil dann halt YouTube dennoch irgendwie was im Hintergrund macht oder irgendwas vom Format her. Weil alle meine Formate wandle ich immer in MP4 um. Also alle meine Formate sind immer für euch auswählbar in MP4. Auch wenn, natürlich kann ich auch das Elgato eigenständige Format nehmen, was die hat, was sie haben, CDC, CDX oder was das Format von Elgato ist. Das kann ich über mein Programm natürlich auch in MP4 umwandeln und so weiter und so fort, aber wie gesagt, ich habe das gerne, oder ich habe die Elgato so eingestellt, dass wenn ich aufzeichne, dass es einmal in das Elgato-Format, also in diesem Rohmaterial bleibt von Elgato, falls mal die Software abschmiert oder mein PC abschmiert, dass trotzdem im Hintergrund das Rohmaterial gespeichert wird. Wenn ich die Aufnahme aber dann manuell beende, wird zusätzlich dann auf meinem PC das Format von Elgato in MP4 umgewandelt. Dass ich dann praktisch einmal das Elgato-Format habe als Rohmaterial und einmal denn die vereinfachte Variante, die
man auslesen kann in Form von MP4. Und dann nehme ich dann meistens das MP4-Format und wandle es dann in eine kleinere Aufnahme um, auch im MP4-Format, weil Elgato, oder wenn ich aufzeichne über die Elgato, sind die Folgen, was ich denn, nehmen wir zum Beispiel mal Walking Dead oder Life is Strange, so eine Episode, die hat die meistens seine 2, 2,5, 3 Stunden Länge. Und sind dann halt als Rohmaterial, das Auto lässt sich nicht mehr steuern, und ist dann als Rohmaterial halt mal seine 30, 40, 50 GB groß. Egal, ob es das Format von Elgato ist oder halt, den, wie ich es eingestellt habe, über die Elgato Software MP4. Jetzt sind halt seine 30, 40 GB groß. Und dann natürlich tue ich das Bearbeiten von 1080-60 in 2760, dann ist das Format nur noch, anstatt 40 GB groß, sage ich jetzt mal, bei 3 Stunden, dann nur noch 15 GB groß. Okay, irgendwas ist mit der Sicht jetzt. Auf jeden Fall ist das Format kleiner, auch wenn das MP4-Format vorher schon 40 GB groß war und dann von mir umgewandelt wird und dann immer noch, was ich, 15 GB groß ist, vielleicht auch 20 GB groß ist. Es ist trotzdem nachher von der vom Hochladen einfacher, wenn ich eine bearbeitete Datei habe, die dann nachher nur 10, 15 GB groß ist, anstatt 40 oder 50 GB groß ist. Manche sagen jetzt, ey Jung, kauf dich doch besseres Internet. Ich habe schon die beste Leitung, die ich hier kriegen kann. Und da macht es keinen Unterschied, ob die Datei 50 GB groß ist oder 25 GB groß ist. Ich habe halt die 1 Gigabit Leitung, also 1000 Mbit, also ja, die 1 Gigabit Leitung von einer Marke mit dem roten Logo. Ich sage jetzt aus bewusst den Namen nicht, sonst müsste ich das Video als Werbevideo kennzeichnen, deswegen sage ich, gehe da mit dem roten Logo. Und nein, nicht die mit dem Lieder-Logo, die mit dem roten Logo. Da könnt ihr euch ja denken, welches das ist. Ja, kostet mich 50 Euro im Monat. Bei der anderen Konkurrenz mit dem Lila-Buchstaben, habe ich immer Glück, da kriege ich die 1 Gigabit-Leitung gar nicht. Da ist das Höchste, was die haben, eine, war das eine 52 Gigabit, die 250er Leitung, war die 500er Leitung. Ich glaube, das war die 500er Leitung mit 500 Mbit Download, ist ja nice. Und mit einem, ich glaube, 250 Mbit Download, also im Verhältnis, glaube ich, 1 zu 2 oder 1 zu 4 Verhältnis. Also entweder 500 down und 250 ab oder 500 down und 75 ab, irgendwie so um den Dreh. Auf jeden Fall die höchste Leitung bei den Lila-Anbieter kostet mich 55 Euro. Warum soll ich für eine schwächere Leitung, hier, da wo ich wohne zumindest, 5 Euro mehr bezahlen, also 55 Euro, wenn ich bei der Konkurrenz
für 5 Euro weniger, also für 50 Euro, eine Leitung kriege, wo ich 1000 Mbit, also 1 Gigabyte die Sekunde runterladen kann. Okay, ich habe vielleicht nur 50 Mbit Upload. Offiziell von dem, was im Vertrag steht, habe ich, wie gesagt, einen Download von 1000 Mbit. Meistens kommt bei mir aber 1100 Mbit an, also ein bisschen mehr. Und Upload habe ich anstatt 50 Mbit Upload durchgängig immer 5 Mbit mehr. Also ich habe, das sehe ich hier bei mir auf meinem Windows-Programm im Task Manager, dass er meine Videos nimmt mit 50 Mbit ab, hochlädt zu einem mit 55 Mbit ablädt, also 54,9, 55,1. Letzten Tage hatte ich auch sogar mal ein Upload von 59,9 oder 60,1, also kam ich schon mal bis 60 Mbit Upload an, also von dem aus diesen über Task Manager, von dem Speedtest her, aber auch wenn ich auf Vodafone einen Speedtest mache, komme ich auch, je natürlich zur Tagesabform, zwischen 950 bis 1050 Mbit im Download an und im Upload zwischen 55 bis 60 Mbit ab. Über die Bundesnetzagentur, wenn ich das da mache, ist aber genauso. Da komme ich in den gleichen Wert an. Also ich habe praktisch vom Vertrag her sogar noch ein bisschen mehr zur Verfügung, als wie ich in den Vertragsdaten eigentlich drin stehen habe. In etwa um 10%. Und warum soll ich, wie gesagt, für eine Leitung 5 Euro mehr bezahlen, wenn ich nur 500 Mbit kriege, ein Download, wo ich vielleicht Upload mehr habe, vielleicht 75 ab oder vielleicht auch meinetwegen auch 100 ab, wenn ich mit meinen 50, ja, meistens habe ich ja 55 Mbit, die haben mir gibt es seltenen Fällen auch mal 60 Mbit Upload, komplett ausreichend. Das heißt, ich habe dann 50 Mbit die Sekunde, die er hochlädt. Und jetzt rechnen wir mal bei einer 5 GB Datei 100, 200, 300, 400, 500 habe ich in 20 Sekunden 1 GB hochgeladen. 20, 40, 60, 80 habe ich in roundabout 5 Minuten ich muss dann nochmal also in 60 Sekunden also 20 Sekunden habe ich 1 Gigabyte, das heißt in 60 Sekunden habe ich 3 GB hochgeladen. Das heißt, in 100 Sekunden, was 1 Minute 40 sind umgerechnet, habe ich eine 5 GB Datei hochgeladen. Wenn ich bei 50 Mbits, so da ich aber teilweise oder überwiegend mit 75% Wahrscheinlichkeit mit 55 Megabyte hochlade, brauche ich weniger als diese gesagten 1 Minute 40 fürs Hochladen. Na klar, braucht dann halt noch YouTube, natürlich auch eine 5 GB Datei hochgerechnet. Wenn die Datei größer ist,
dauert es ein bisschen länger, wenn natürlich dementsprechend kleiner ist, geht es schneller. Na klar ist das denn hochgeladen in der Zeit in SD-Qualität. Das heißt, manche fragen sich jetzt in der heutigen Zeit, was ist denn SD-Qualität? Ups. SD-Qualität ist alles das, was unter 720 ist, also weniger als HD. Wie gesagt, ab der Auflösung 720 spricht man von HD, HD-Auflösung, und alles, was da drunter ist, ist die SD-Auflösung. Das ist 144, 240, 576, P oder I und so weiter. Wie gesagt, ab 720 spricht man von HD, also High Definition. Und in der SD-Qualität bezogen brauche ich bei einer 5 GB Datei 1 Minute 40, um die Datei hochzuladen bei einem 50 Mbit Upload. Da ich aber wie gesagt konstant mit 55 Mbit upload, das heißt, ich kriege ja 5 Mbit immer meistens mehr gut geschrieben, brauche ich natürlich weniger. Wenn ich natürlich dann mal sehr gut bin, kommen auch mal 60 Mbit Upload an, dann brauche ich natürlich dementsprechend noch mal weniger. Aber ich habe jetzt wie gesagt nur mit 50 Mbit gerechnet. Dann haben wir gesagt in 1 Minute 40 die Datei oben, in, wie gesagt, in SD-Qualität. Dann fängt da YouTube an, das nochmal zu konvertieren für sich selber, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Da brauchen halt YouTube seine Zeiten halt auch nochmal mit dazu, die sie halt dann braucht. Was ich, je nachdem welches Format es ist, ob 720, also HD in 30 ist oder in 60 oder in FHD, also Full HD, also 1080 in 3060, in WQHD ist, also 1440, 30 oder 60 oder in 4K, also 2160 zu 30 oder 60 Bildern pro Sekunde, braucht YouTube natürlich dementsprechend auch immer seine Zeit. Von ein paar Minuten bis hoch, was ich, eine Stunde, meinetwegen auch in 8K oder auch in 12K. Mein Aufnahmeprogramm kann nur bis 4K 60 Bilder pro Sekunde bearbeiten. Also ich kann nur maximal die Auflösung 3840 mal 2160 bei 60 FPS oder bei 60 Bildern pro Sekunde. Das kann mein Aufnahmeprogramm maximal konvertieren, bearbeiten und verändern, also bis in das Format hoch, beziehungsweise auch in das Format runter. Das heißt, wenn ich von einem Kollegen, sage ich jetzt mal, eine 8K-Datei oder eine 12K-Datei bekomme, die natürlich schon in einem Format ist, was man Aufnahme Bearbeitungsprogramm lesen kann, was ich die gängigen Formate, kann ich es in 4K für ihn runterrechnen, um halt Platz zu sparen auf meiner Festplatte beispielsweise. Ich kann aber nicht höher wie diese 4K 60 Bilder pro Sekunde gehen. Deswegen ist auch bei mir zum Beispiel auf meinem Zweitkanal die monatlichen meine monatlichen PS Plus Spiele auch nur in 4K bei 60 Bildern pro Sekunde, weil das das höchste Format ist, was man Renderprogramm kann, also bearbeiten kann oder das hochrendern kann maximal. Na klar, wenn ich jetzt mir sage, okay, ich kaufe mir jetzt ein Videoschnittprogramm, wo ich eine jährliche Lizenz bezahlen muss, was ich persönlich schwachsinnig finde, eine jährliche Lizenz für ein Videoschnittprogramm zu zahlen oder allgemein eine jährliche Lizenz bezahlen muss, das PS Plus
oder den Game Pass für die Konsole oder sowas, den lassen wir erstmal außen vor. Aber ich meine, sowas wie ein Betriebssystem, sage ich jetzt mal, oder ein Bearbeitungsprogramm etc. eine jährliche Lizenz zu bezahlen. Bezogen auf ein paar hunderte Euro pro Monat oder ein paar Euro pro Monat, je nachdem, finde ich persönlich schwachsinnig. Okay, zum Beispiel hier auf der zum Beispiel die, dass man für eine Windows-Lizenz Geld bezahlen muss. Okay, es ist nur eine einmalige Lizenz, die mich dann dazu berechtigt, dieses System oder die Software lebenslang halt zu nutzen. Ist in Ordnung. Ob die jetzt 30 Euro, 60 Euro oder 90 Euro kostet, juckt mich dabei nicht. Das finde ich in Ordnung dann. Aber Umkehrschluss fände ich das schwachsinnig, weil, ein Linux-Betriebssystem kostet nichts und du konntest nutzen. Oder das Betriebssystem auf den Konsolen kostet euch in dem Sinne keine Gebühr. Na klar, ihr bezahlt die Konsole einmalig, bezahlt vielleicht dadurch, sage ich mal, denen das Geld von wegen, ja, wie ab die Hardware benutzt und halt dann halt, dürft ihr halt die Software dann halt benutzen, ja? Dafür bezahlt ihr ja nicht für die Software auf den Konsolen. Aber warum soll ich denn für eine Windows-Lizenz bezahlen? Wenn überall jede Software, die auf jedem Gerät läuft, zum Beispiel auf meinem Handy, kennt ihr alle. Das System, das Android-System, Android 10 oder 11 oder 12 oder auf ein iMac-System oder Phone bezahlt ja nicht für die Software. Okay, ein iMac ist klar, ist eh überteuert. Ja, da kann sein, dass sie das die Überteuerung für das System bezahlt. Also in der Software, so bei Windows die Software im Sinne auf den PC gerechnet, aber erst für das Handy bezahlt ja die Betriebssoftware nicht. Oder wie gesagt, auf den Konsolen bezahlt ihr die Software nicht. Oder auf dem DVD-Player oder auf dem TV bezahlt ja die Software, die da drauf läuft, ja nicht. Ihr bezahlt ja nur einmalig das Gerät und die Software wird ja immer geupdatet bis zu einem gewissen Punkt. Und ihr bezahlt diese Software ja nicht. Also warum soll ich ja eine Windows-Lizenz bezahlen, auch wenn sie einmalig bezahlt werden muss? Oder warum muss ich jeden Monat oder jährlich, je nachdem, mein Videoschnittprogramm beispielsweise bezahlen, wenn ich mir auch eine Lizenz kaufen kann, die mich einmal, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Euro kostet und ich weiß, ich brauche nur die Formate 27, 1018, 14, 40 oder 21, 60 in 30 oder 60 FPS. Warum soll ich denn jeden Monat 30 Euro aus dem Rücken schneiden oder die Jahreslizenz mit, keine Ahnung, 300, 400, 500 Euro, um die gleichen Features zu haben, in dem Sinne. Na klar, man hat kleine Spielereien, die ich aber ich persönlich nicht nutze. Warum soll ich dafür jeden Monat bezahlen? Oder warum soll ich für eine abgespeckte Version, wo ich eine lebenslange Lizenz bekomme, für 60, 70 Euro bezahlen, aber hinten raus mir beispielsweise ich jetzt mal die Option für 8K beispielsweise oder für 12K. Wozu? Ja, ich glaube, ihr versteht aber, was ich mit euch damit sagen möchte. Ja? Ich habe kein Problem, wenn man eine Lizenzgebühr bezahlt, einmalig beim Kauf von 60, 80, 100 oder 120 Euro maximal, als jeden Monat 20, 30 Euro zu bezahlen oder jedes Jahr eine Gebühr zu bezahlen von 2-3 Euro. Das finde ich Abzocke. Na klar, die damit jetzt Geld machen, im Feld ist.
also jetzt andere Livestreamer oder sowas, oder Let's Player, die natürlich jetzt damit ihr Geld machen. Na klar, sagen wir es mal als Beispiel Gronkh, Sarazar oder Monte. Na klar, die verdienen damit ihr Geld, die können es mal sagen. Das soll jetzt nicht überheblich kriegen oder sonstiges. Die können natürlich sagen, okay, wir können uns jetzt jedes Jahr uns die Lizenz kaufen für 300, 400 Euro und fertig, juckt die nicht. Weil die verdienen so viel Geld, dass sie das praktisch wieder reinholen, die Ausgaben. Ich im Umkehrschluss, der ne, meilenweit von denen weg ist, von dem, was die verdienen, monatlich mit ihren Pi mal Daumen oder Daumen gerechnet 5.000 Euro plus, 5.000, 7.000, 10.000 plus pro Monat, wo allerdings umso höher das Einkommen wird, ihr natürlich noch die Steuer abrechnen müsst. Ja. Ich denke mal, alles, was zwischen 5.000 bis 7.500 ist, ist wahrscheinlich eher so netto, was sie im Monat kriegen. Schaffen locker. Alles, was ab 10.000 und aufwärts ist, könnt ihr denn die Steuern nochmal abrechnen, weil ich denke mal, okay, wie gesagt, manche können das vielleicht schaffen, dass sie vielleicht sagen, in manchen Monaten vielleicht ihre 10.000, 12.000 netto kriegen. Aber ich denke mal eher, die machen eher pro Monat sicherlich ihre 12.000 bis 15.000, aber eher brutto und nicht netto. Das heißt, gehen wir mal von 15.000 aus im Monat brutto, könnt ihr, wie Mont immer so schön sagt, könnt ihr 50% Steuern abziehen. Ist er von 15.000 im Monat noch bei 7.500, die er Cash in der Tasche hat, zur Verfügung. Und das ist natürlich ein einfacher zu sagen, ich kaufe mir eine jährliche Lizenz für 200-300 Euro als einer, der im Monat ein Einkommen hat von 1.500 oder sowas, sage ich jetzt mal so. Weil einer, der 1.500 Euro verdient oder 2.000, hat seine Sichten andersweitig von Ausgaben als einer, der 5.000 plus macht oder 5.000 plus im Monat verdient. Den juckt das nicht. Der weiß zum Beispiel, sage ich jetzt, wenn ich jetzt im Monat 5.000 verdienen würde, als Beispiel, ich weiß, meine Fixausgaben sind, was ich, 1.000 Euro, sage ich jetzt mal. Miete, Nebenkosten, Handyvertrag, Internetvertrag, was weiß ich, Disney Plus und so ein Gedöns, sage ich mal, ich habe Fixausgaben 1.000 Euro. So, bleiben mir noch 4.000 übrig. Jetzt sage ich, okay, ich gebe vielleicht pro Monat aus 500 Euro an Lebensmitteln, Klopapier und so weiter. Das heißt, ich gebe pro Monat 1.500 Euro aus. Habt ihr noch 3.500 Euro zur Verfügung, wo ich sagen kann, oh, ich kann mir mal so eine Lizenz sicherlich leisten für 2-3 Euro. Kein Problem. Aber wenn man aber nur 1.500 bis 2.000 verdient und davon geht schon in etwa 50% weg für Fixausgaben, dann überlegt man sich das zweimal, was man sich denn noch jeden Monat leisten möchte oder jährlich leisten müsste, etc. Manche sagen, ey, 2.000 ist viel. Als Beispiel, ja, nein. Aber wie gesagt, ich muss hier einen Cut machen, aber für euch geht es gleich weiter. Wie gesagt, für manche, die jetzt sagen, ey, 1.500, 2.000 Euro ist doch viel. Wie gesagt, 2.000, nehmen wir das Beispiel, ich verdiene 2.000, sind 2.000 brutto, das heißt, ich habe ausgezahlt, beispielsweise, wenn wir jetzt die Summe nennen, 1.500 netto. So, wenn ich jetzt rechne, ich habe die und die und die Fixausgaben, bleiben von den 1.500 Euro ungefähr dennoch mal die Hälfte übrig, das heißt, ich habe noch mal 750 Euro zur Verfügung, nachdem ich meine Miete, meine Nebenkosten, mein Handyvertrag, meinen Internetvertrag bezahlt habe. Habe ich noch 750 pro Monat zur Verfügung, wo ich sage, ich mache meinen Kühlschrank voll
und sage jetzt mal, ich gebe jetzt jeden Monat 250 Euro für Lebensmittel, Hygieneartikel etc. aus, habe ich immer noch 500 Euro zur Verfügung. Manche sagen, ey, du kannst auch mit 1500 diese Lizenz kaufen. Die dich halt jährlich 200-300 Euro kostet beispielsweise oder monatlich meinetwegen auch 40-50 Euro kostet. Sicherlich, kann ich machen. Aber ihr müsst bedenken, was ist, wenn was Unerwartetes passiert? Meint ihr, dass einer, der 1500 Euro netto hat, als Beispiel, wenn wir jetzt diese Summe nehmen, dieses Risiko eingeht, beispielsweise sich irgendwas zuzuleisten, was er eigentlich im Endeffekt nicht braucht, in dem Sinne, weil er es schon hat. Und dann nachher passiert irgendwas, was sich krankheitsbedingt passiert, was, keine Ahnung, eine Operation, weil, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, Wallop, ein Ehrer draußen meint, wahllos, da ich jetzt mal durch die Gegend zu schießen, oder jemand meint, ah, den fahre ich jetzt mit dem Auto überall, ne? Hat man doch eher andere Ausgaben als so eine ordentliche Lizenz und so weiter. Weißt du? Na klar, wie gesagt, ein Monte, ein Kronk oder ein Saraza, die schönen da. Wie gesagt, das soll jetzt nicht übertrieben klingen oder überheblich. Die denken im Grundsatz genauso wie die Äußerungen, die ich getätigt habe. Aber im Umkehrschluss können sie es trotzdem leisten. Die können dieses Risiko eher eingehen. Auch wenn man denen, sag ich jetzt mal, in der Rechnung kommen sollte, wie Mont es so schön sagt, die einen kurzzeitig fickt. Die können sich das mal eben, sag ich mal, dann halt eine unbewusste Rechnung sich mal eher leisten, neben allen drum und dran, was sie sich noch leisten wollen, als einer, der nicht so viel im Dienstverhältnis mit seinem Job macht, wie er es gerne hätte, sag ich jetzt mal so. Na klar, wenn ich in meinem Job jetzt das Doppelte verdienen würde, also 3000 netto, sag ich jetzt mal, hätte ich damit kein Problem, weil ich weiß, was meine monatlichen Ausgaben sind, ich weiß, was ich übrig habe, blablabla, wo ich denn eher sagen kann, look, ich kann mir das zusätzlich noch leisten, kann aber dennoch eine ungeplante Rechnung, meinetwegen, ohne Probleme noch dazu leisten, falls einer auftaucht, was ich in diesem Falle, wenn das so sein sollte, ich nicht könnte, wenn ich sagen würde, ich würde jetzt mir noch keine Ahnung, 5-6 verschiedene Sachen noch leisten, konnte ich keine Rechnung abfangen, wenn es eine unbewusste Rechnung kommen sollte oder sowas. Was ich ja momentan, da ich ja nicht so viel dazu, dass ich jetzt durch meine zusätzlichen Ausgaben, die ich ja nicht weiter habe, außer die normalen Ausgaben, die jeder hat, ich sämtliche unerwartete Rechnungen, die auf mich zukommen könnte, abfangen kann. Was ich eventuell, wenn ich jetzt mir noch manche zwei, drei Sachen noch leisten würde, eventuell den nicht mehr machen könnte. Eine unerwartete Rechnung abfangen kann. Deswegen bin ich nicht der Fan davon, dass ich mir eine monatliche oder jährliche Lizenz von irgendwas kaufen will, die ich jetzt
jedes Mal immer wieder erneuern muss. Da bin ich eher der Typ von. Ich bezahle einmal eine Lizenz, wie ich sagte, für 80, 100, 120 Euro. Praktisch wie ein Spiel oder ein Headset oder ein Controller, den ich jetzt einmal bezahle. Und ich hab das. Na klar, wenn ich jetzt so ein sowas habe, wie zum Beispiel die kackmonatliche GEZ beispielsweise. Oder die Monat oder wenn man zum Beispiel jetzt, was ich Netflix hat oder Sky oder irgendwelche Networks, was ja eher Kleinbeträge sind monatlich, was ich 15, 15, 20, 25 Euro pro Monat. Ich glaube, Sky kostet je nachdem, glaube ich, so um die 25 Euro oder sowas pro Monat. Die kann man eher einbinden, als wenn man jeden Monat sich eine Lizenz berappen muss oder Geld auftreiben muss für eine Lizenz, die monatlich, sage ich mal, bei 50 Euro vielleicht anfängt. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen bin ich davon in dem Sinne nicht davon ein Fan. Ich bin auch nicht der Fan von Sky oder so, weil Sky für mich zu überteuert ist mit deren Angebot von, also damals, wo es auch Premiere hieß, mit, da war es ja, glaube ich, pro Monat, glaube ich, 40 oder 50 Euro. Was er jetzt, glaube ich, wenn man jetzt, glaube ich, Sky macht, war es dann auch früher so, dass man immer 2 Jahre haben musste. Und jetzt kann man, wenn man Sky jetzt bucht, bucht man ja praktisch noch 1 Jahr und kann nach dem ersten Jahr oder nach 1 Jahr monatlich kündigen. Das gab es ja vorher nicht. Und jetzt kostet Sky, glaube ich, ab, glaube ich, 25 Euro pro Monat, je nachdem, was man bucht, aufwärts. Was für mich immer noch zu viel ist. In der heutigen Zeit gibt es so viele Networks, bezeichne ich jetzt mal, sowas wie, ich sage jetzt mal, wie das Disney Channel oder zum Beispiel jetzt die F1 App oder Sat1 ran, wo man halt UFC-Kämpfe sehen kann, oder meinetwegen das WWE-Network oder was auch immer, was monatlich je nach Ausstattung zwischen 8,99 bis 12,99 kostet pro Monat, sage ich jetzt mal. Bezahlt man doch das eher in Form auf dem Produkt, was man am meisten guckt, als wenn man sich, sage ich jetzt mal, beispielsweise sich ein Sky-Abo holt, wo man vielleicht alles drinne hat, sich ein Gesamtpaket holt, was vielleicht 50 Euro kostet, sage ich jetzt mal. Wenn man sagt, okay, ich gucke aber nur das Sportprogramm, was ich, nehmen wir jetzt mal Formel 1. Dann nehmen wir, sag ich mal, das, die F1 App. Da kann man sich halt eben monatlich buchen für, das heißt, glaube ich, TV Access. Das kostet dann, glaube ich, pro Monat 2,99 €. Oder im Umkehrschluss fürs gesamte Jahr 26,99 €, also 27 Euro für ein gesamtes Jahr oder 3 Euro pro Monat, was das ist. Da bezahlt man doch eher, sag ich jetzt mal, einmalig diese 27 Euro, weiß man hat ein Jahr im Sinne die F1 App wenn man eher Formel 1 beispielsweise guckt, als wenn man sich Sky bucht, was monatlich schon 25, 30 Euro kostet, ne? Im Verhältnis.
Ich würde ihm ja gerne die F1-App beispielsweise auch zulegen, aber ich mach's nicht, weil... Nicht, weil ich das Geld nicht habe, nein. Sondern ich mach's nicht, weil... bei der F1... App, bei dem F1 Network keine Möglichkeit ist mit PayPal-Bezahlung. Und wenn man kündigen will, muss man das schriftlich, also oldschool-mäßig, wieder einreichen. Ich habe da auch zum Beispiel das WWE Network, das habe ich auch. Und da habe ich den Vorteil beim WWE Network, da kann ich das halt via PayPal bezahlen. Also ist halt mit meinem PayPal verknüpft und PayPal halt mit meinen Bankverbindungen. Also praktisch, als wenn ich gleich meine Bankverbindung angeben würde. Aber niemals verknüpfe ich sowas eher mit meinem PayPal als mit meinen Bankverbindungen. Ihr wisst ja, ne? Könnte immer noch riskanter sein. Weil bei PayPal sehen sie ja deine Bankverbindung nicht. Und wenn du deine Verbindung aber so eintippst, dann sehen sie ja gleich komplett und können dann auch andere Sachen beispielsweise mit tun. Und beim WWE Network habe ich auch ganz falsch den Vorteil, ich muss da nicht schriftlich kündigen. Sondern ich brauche einfach nur dort ohne Einstellungen gehen und sagen, die Subscription, also die monatliche Rate, einfach auf Beenden klicken und bzw. dort halt den Kündigungsknopf drücken, dann wird dort zum nächsten monatlichen Abrechnungszeitraum eingestellt und dann halt nicht mehr abgebucht. Sag ich mal, mein WWE Network Zeitraums Abbuchung ist immer der siebte eines Monats. So, das heißt, wenn ich jetzt aufs Network reingehe und dort dann sage Subscription beenden, läuft meine Subscription bis zum 6. Februar 23.59 Uhr und ab dem 7. Februar kann ich nicht mehr das Netzwerk gucken. Das heißt, ich müsste mich dann wieder komplett neu anmelden. Das heißt, anmelden, ich müsste die neue Subscription beantragen und dann konnte ich praktisch dann wieder gucken. Und das fehlt mir bei der F1 App oder beim F1 Network, dass ich da das über PayPal laufen lassen kann und dass ich dort halt über die F1 App die Subscription beenden kann, ohne dass ich das mal schriftlich mir zu leben oder so. Weil es gibt ja das Gesetz, alles was vor einem gewissen Datum abgeschlossen ist mit einer Laufzeit, muss schriftlich gekündigt werden und alles ab dem Datum danach, sage ich jetzt mal, was ich der 1.1.2010 ist, wenn man da alles ist, dann halt der Stichtag, wo man sagt, ab 1.1.2010 braucht man sich das schriftlich in dem Sinne nicht wiedergeben, also heißt, man kann ja schon, man muss schon ein Schriftstück anfertigen, aber man kann dieses Schriftstück per Mail schicken und die Daten davor war es so, dass man halt das Schriftstück per Post schicken musste. Das haben wir das abgeändert. Und das WWE Network hat das noch cleverer gemacht, wie gesagt, da kannst du einfach eine Einstellung unter dem Account sagen, ich möchte das Subscription zum nächsten Abrechnungszeitraum ausläuft und der nicht fortgeführt wird. Und das fehlt mir bei dem WWE Network sowie dass ich dort das über PayPal laufen kann, weil ich habe da keinen Bock, dass ich meine Daten eingebe in der Hinsicht.
Und kein Problem, das so zu machen, aber wie gesagt, ne, F1 CV, dass ich 27 Euro für ein komplettes Jahr, den halt eine schriftliche Kündigung hinterher schicken, denn wird das nicht fortgeführt, ist ja an sich ja kein Problem. Es gab aber vom F1 TV App noch eine höherklassige Variante für Live, dass man sich das live angucken konnte, halt dann kosten Inhalte 7,99 oder die Jahresgebühr dann von, glaube ich, 59,99, dann, wenn man es gleich für ein Jahr abgeschlossen hat. Aber die ist hier in Deutschland nicht verfügbar, wo ich mich frage, warum ist die Live-Variante in Deutschland nicht verfügbar, aber das WWE Network, was auch keine deutsche Produktion ist, das ist in Deutschland verfügbar, ne? Und kann trotzdem meine Pay-Per-Views live angucken. Da frage ich mich, was ist das für ein System? Aber naja. Vielleicht mal ist es auch so, wenn mir jemand Geld donatet, dass ich mir vielleicht in der F1 TV abholen für ein Jahr oder sowas. Weil die Formel 1 Rennen muss ich ja nicht unbedingt live gucken, weil im deutschen TV ab 2021 ist Formel 1 ja eh nicht mehr zu sehen, weil RTL die Rechte nicht mehr hat. Das heißt, ich müsste jetzt eh über Sky oder F1 TV abgehen. Da ist für mich die Variante F1 TV App günstiger, wenn der dann kann sie immer nach sich noch dann angucken. Also mit einem Tag Verspätung. Auch wenn es dann halt auf Englisch ist. Meine Fresse, ist aber trotzdem in HD. Weil ich sehe es mir nicht ein, für die Privatsender HD zu beschaffen und das nochmal extra zu bezahlen. Mal gucken, vielleicht hole ich mir einfach nachher mal die F1 TV App vor einem Jahr oder sowas. Mein Gott, ein Jahr für 26,99 und dann die Kündigung hinterher schmeißen. Schriftlich ist ja kein Problem. Hin und wieder hat man doch mal Bock, vielleicht ein bisschen vorne hinzugucken. Und kann man auch dementsprechend noch andere Rennen angucken, so wie F2, F3 oder Langstreckenrennen und so weiter. Oder Porsche Cup. Und dann halt, wie gesagt, für 27 Euro für ein komplettes Jahr kann man nicht meckern. Mein Auto ist langsam bald Schrott, Leute. Ich glaube, die nächsten Crash überlege ich, glaube ich, gar nicht mehr.
Bloß keinen Crash mehr machen. Der letzte war knapp. Der letzte war richtig knapp gerade. Nicht, dass ich das gleich nochmal cutten muss. 22 Minuten und 40 Sekunden gerade jetzt. Was gibt's denn hier? Drei Gegner crashen und 1000 Schaden. Aber weg von den bezahlbaren Apps oder Lizenzen und so ein Gedöns. Wer sich das leisten kann, sollte es natürlich machen. Wer nicht, der sollte es nicht machen. Oder sich halt nur das leisten, was er sich kann. Da nur das holen, was er auch wirklich benötigt. Als nachher sich von irgendjemandem leiten zu lassen und sagen, ey, ihr braucht das, braucht jenes und dann kostet das Scheißgefühl, keine Ahnung, 80 Euro im Monat oder sowas. Meine Front Ostpostbohrer sind weg. Und ab hier.
eine Runde noch. Ich glaube, Level 50 schaffe ich nicht. Ich schaffe vielleicht Level 45. Das heißt, Level 5 Level bin ich nachher von der Zusatztrophäe entfernt. Was ich eins sagte, dass ich zwei noch kriegen könnte. Also für die Meisterschaft, die kriege ich gleich. Und Level 50. Die anderen alle eher nicht. In Glut zum Beispiel fehlt mir nur noch eine Trophäe für Platin. Da muss ich einmal den Erdumfang fahren. Muss ich vielleicht mal nachholen. Dass ich den Gott vielleicht einmal in Erdumfang fahre. Irgendwann mal aufstream. Und bei Hellblade fehlt mir auch noch ein Trophäe für Platin. Dass ich Hellblade auch mal irgendwie mal die Platin nachhole, also für zwei Spieler. Was ist nicht echt mein Ziel? 1000 Schaden und ein... einen Gegner zerstören. Ach, mein Rival ist jetzt hinter mir, okay. Da fährst du auch noch rückwärts. Jetzt muss ich noch einen ausschalten von zerstören. Ups. Aber ich glaube, mit einem zerstören schaffe ich es nicht. Ich in Ruhe und habe mich über Schattenziel fahren. Ich bin Vogel.
Also fangen wir an die 8. Ich glaube mal nach der Aufnahme, also wenn wir mit der Meisterschaftsrunde, in dem wir fertig sind, mit den drei einzelnen Rennen in der Aufnahme, denke ich mal, dass ich die mal auf meinen USB-Stick ziehe und die schon mal drüben bearbeiten lasse. Bevor ich dann die letzte Folge anfange. Was ist denn hier? Ein Gegner und drei Crashen. Wand. Na komm. Oh, wieder knapp verfehlt. Ihr Vögel. Mein Auto ist so flach. Hat einen leichten Rechtsstrahl. Habe ich eigentlich schon. Ja. Gut. Also ich kann jetzt zu Ende fahren. Lass ich mal vorfahren, komm, ich gebe Gas. So geht's auch. Wo kommt der her? Ich habe gerade unten auf die Minijack geachtet, dass er von rechts in den Kick erwischt. Normalerweise wäre meine Spielfigur tot.
Ich glaube, ich muss noch mal einen Cut setzen. Nein, jetzt klemm ich genau an der scheiße Ecke fest. Und wegen so einer Spruchkacke verliert man, weißt du? Jetzt muss ich gucken, das wievielte Rennen ist es jetzt, also in dem 6-Runden-Rennen, da sind wir bei Rennen Nummer 5. Ziel war 1500 Schaden und ihn zerstören. In 30 Schritten, in 30 Schritten, nicht Schritten. Und sich gern nach Vierter. Also ein bisschen warten. Oh mein, das ist eh so weit demoliert, dass ich sie dann rauskriege. Ich muss aber eins zerstören. Ich wollte mal reinhalten.
Ist mein Rivale etwa ausgeschieden oder was? Egal. Jetzt habe ich 8 perfekte Runden so fahren, ohne dass mich jemand trifft. Jeder Treffer kann jetzt für mein Auto tödlich sein. Und wenn ich das Rennen wiederholen muss, weiß ich, dass ich dann nochmal auch nur stoppen muss und dann eine weitere machen muss, um auch in das letzte Rennen reinzukriegen.
was der ein bisschen runterrollt. Weil da geht man nicht aus dem Arsch, da bleibt immer in diesem 3,5 Sekunden Fenster der Affe. Ui, das war knapp. Ah, der hat noch genügend. Hier. Sneaker könnte noch 30 gehen. Aber Onkel Slam hat noch genügend Power, dass der mich eher ausschalten könnte. Ah, ich wollte nicht riskieren. Hätte ich nur minimal berührt. Ich habe jetzt am wenigsten. Er hat den letzten Ding erst angefangen und ich habe den letzten Ding schon überschritten. Nein! Dein fucking Ernst, Digga. Ach, dieser... Fick dich doch einfach, du Wichsgang. Na, ich hätte so oder so jetzt einen Cut machen müssen. Also werden wir uns gleich nochmal dieses Rennen nochmal neu angucken werden müssen und neu starten werden müssen, weil sonst kriege ich die Maximalpunktzahl von 600 Punkten nicht. So, meine Damen und Herren, wie gesagt, neu starten. Weil ich habe keinen Bock, mich die Rennen nachher nochmal offstream zu wiederholen. Und nur wegen dieser Piss-Ecke, Alter. Oh, da flog einer.
aber dann finden wir es kompletter Stau. Ui, Dinger! Ja, das war ja so klar, Junge. Ich sehe es auch schon vor mir, dass ich diese Ficker gleich nochmal machen darf, Alter. Ey. Ja, komm. 19%, das lohnt sich gar nicht weiterzufahren, ey, ganz ehrlich. Das ist nur rein zur Schikane und Schiebung vom Spiel. Mein Gott. Könnt ihr nicht einmal anständig fahren in der ersten Runde, ihr Muttersöhnchens? Ey, ich mach das jetzt 20.000 Mal, ist mir scheißegal, wenn die Folge nachher 20.000 Stunden geht, Alter. Jetzt bin ich an meinen Triggerpunkt angekommen, Alter. Wenn man nicht einmal an diesem Pilzfeld vorbeifährt, ja, dann wirst du permanent gefickt wie eine kleine Hure, Alter. Ich hab's schon kommen, deswegen habe ich auch schon gebremst. Rechtzeitig.
Eigentlich wollte ich den Wendel in der Kurve fahren, um ihn hier rauszuknallen, da er jetzt gerade vor mir ist. Wie viel Schaden habe ich denn? Ja, 982 erst. Junge, fahr doch geradeaus, du Schwachmann, Alter. Digga! Ey, meine Fresse! Ich weiß jetzt schon, dass ich wahrscheinlich in der letzten Runde... Alter, ich hab die Schnauze voll vor so einer Bullshit-Scheiße! Jedes Mal der gleiche Hundefick, Alter! Meine Fresse, willst du mich verarschen, du Wichsgame? Wieso fährst du zweimal nach links, wenn ich nach rechts lenke?
Mann, wieso fahren hier weiterhin zerstörte Autos einfach? Ja, damit kann ich jetzt leben mit 50%. Wenn dieses Spiel jetzt nicht wieder asozial zu mir sein wird. Ich hab auch kein anderes Spiel, weil das asozial zu mir. Meinst du ernsthaft, dass ich jetzt noch Bock hab? Jetzt ist es nur wieder ein Piss-Schwuchteltreffer. Und das Spiel ist wieder mal vorbei und ich kann dieses Ficken zum 50.000. Mal wiederholen. Als wenn sich ein Schwanz das den Clip über 2 Stunden lang angucken würde, Alter, ganz ehrlich. Nein.
Ja, ich weiß, ich provoziere und riskiere gerne, aber wenn ich jetzt falsch fahre, dann habe ich selber Schuld. Ich konnte einen in den anderen geschoben. Ah, sind wir noch zwei, okay. Oh ja, gut. Oh, hat kurz gejuckt. Das Ding ist, das war jetzt Event 5 von 6, 1 kommt nämlich noch. Und dann kommt erst das letzte Rennen. Aus diesem Event. Oder aus dieser Aufnahmesession 4 von 5. Ich finde sowieso schwachsinnig, bei 6 Rennen 12 Runden zu fahren jedes Mal.
auch ein paar Schilder mitgenommen. Frosty stand um dich. Da, Champion Weltmeister.
Nein, kein Eigenschaden. Umso weniger ich jetzt kaputt gehe, umso besser. Lass mich noch einen zerstören. Nein, nicht den ganzen. Weiter, also ich müsste einen zerstören, um wieder Erster zu werden wahrscheinlich. Zerstört, 3, nice. Ich bin auch gleich zerstört, das sehe ich jetzt schon. Indem ich selber zerstöre. Da floh noch einer an mir vorbei. Erster, 5:1. Streber-Trophäe, okay. So. Dann haben wir die auch durch. Dann bedanke ich mich bis hierhin fürs Zugucken. Und dann werden wir uns gleich in der letzten
Folge rund um der letzten Aufnahme zu dieser Karriere hier wiedersehen.